Hallo zusammen. Dieses Mal zeige ich euch, wie ich aus einer Silbermünze ein Schwarz-Weiß-Foto gemacht habe. Manche Leute sammeln gerne Münzen, aber ich bin kein Numismatiker. Daher ziehe ich es vor, aus diesem flachen Stück wertvollen Metall etwas Nützliches zu machen, anstatt sie nur zu sammeln. Für mein erstes Experiment habe ich eine Silbermünze mit einem Gewicht von 3 Unzen gekauft. Das sind etwa mehr als 31 Gramm. Ich habe diese Münze wegen ihrer chemischen Reinheit ausgewählt, da sie zu 99,9% aus Silber besteht. Ältere Münzen können Kupfer- oder Nickelverunreinigungen enthalten, die das Endergebnis verfälschen können. Der erste Schritt zur Herstellung eines Fotos von einer Münze ist die Gewinnung von Silbernitrat. Dazu müssen wir die Münze in Salpetersäure auflösen. Allerdings kann es bei einer so großen Münze ziemlich lange dauern, bis sie sich auflöst. Und eigentlich brauche ich gar nicht so viel Reagenz. Ich beschloss, eine Silbermünze teilweise einzuschmelzen, um den Prozess zu beschleunigen und das teure Metall zu schonen. Das Endergebnis sind kleine Tröpfchen wie diese. Da die Oberfläche größer ist, lösen sie sich in Salpetersäure viel schneller auf als ein festes Stück. Nach der Zugabe von etwa 50 ml konzentrierter Salpetersäure ist keine besondere Veränderung zu erkennen. Die Silberstücke sind nur leicht angelaufen. Dieses Metall reagiert bei Zimmertemperatur nicht besonders leicht mit Salpetersäure. Daher kann der Prozess ohne Erhitzung mehrere Wochen dauern. Ich habe das Glas auf dem Herd auf etwa 80 Grad erhitzt, damit die Reaktion schneller verläuft. Danach löste sich das Silber viel schneller in der Säure auf. Gleichzeitig trat ein braunes giftiges Gas, Stickstoffdioxid, aus dem Glas aus. Dieses Gas sollte nicht eingeatmet werden, daher empfehle ich nicht, dieses Experiment zu wiederholen. Es dauerte nur 15 Minuten, um das gesamte Silber in kochender Salpetersäure aufzulösen, statt einer Woche. Danach erhielt ich eine klare Lösung von Silbernitrat mit einer bläulichen Färbung. Diese Farbe wird wahrscheinlich durch Kupferverunreinigungen in der Münze verursacht. Nach dem Abkühlen verlangsamt sich die Löslichkeit von Silbernitrat in Wasser und aus einer solchen gesättigten Lösung beginnen sich Kristalle auszufällen. Ich stelle das Glas in den Kühlschrank, um die maximale Menge an Kristallen zu erhalten. Nach ein paar Stunden gieße ich den Rest der Lösung ab und lasse die Silbernitratkristalle trocknen. Nach ein paar Wochen habe ich reine Silbernitratkristalle erhalten, die bereit sind, sich in etwas Schöneres zu verwandeln. Nun war es an der Zeit, unser Foto zu machen. Ich wandte mich der alten Methode des Druckens zu, die in den 1930er Jahren von dem englischen Wissenschaftler Henry Fox Talbot erfunden wurde. Zuerst müssen wir gesalzenes Papier herstellen. Ja, du hast es richtig verstanden. Wir werden dieses Baumwoll-Aquarellpapier, das ich als Grundlage gewählt habe, salzen. Es ist das beste Material dafür, dass es nicht durchhängt und Feuchtigkeit sehr gut aufnimmt. Zuerst müssen wir eine sogenannte Salzlake vorbereiten, wofür ich 5 Gramm gewöhnliches Kochsalz oder Natriumchlorid in einem Glasbecher abgemessen habe. Außerdem habe ich 100 ml Wasser in ein Glasbecher gegeben, um das Kochsalz aufzulösen. Neben dem Salz brauchen wir aber auch Kleber, um das zukünftige Bild besser zu gestalten. Wir können Gelatine verwenden, die die Menschheit schon seit mehr als 2000 Jahren als Bindemittel benutzt. Ich denke, 7 Gramm werden ausreichen. Außerdem erhitze ich die Mischung auf 50 Grad, damit sich die Gelatine vollständig auflöst. Jetzt müssen wir diese Sohle in einige Behälter gießen. Ich habe dafür einen normalen Lebensmittelbehälter genommen. Ich lege ein Blatt Papier nach dem anderen hinein und lasse es ein paar Minuten lang in dieser Lösung einweichen. Dann benutze ich Holzspieße, damit das Papier nicht zusammenklebt. Und hier sind wir mit der ersten Stufe der Papierverarbeitung fertig. Der zweite Schritt ist die Beschichtung des Papiers mit einer lichtempfindlichen Schicht. Zuerst bereiten wir eine Lösung von Silbernitrat vor. Wir geben also 10 Gramm dieser Substanz in 100 ml Wasser. Ich habe Leitungswasser anstelle von destilliertem Wasser verwendet und die Lösung wurde sofort trüb, weil sich Silberchlorid bildete. Der Grund dafür sind Chloridionen, die auch nach der Filtration im Wasser verbleiben können. Der nächste Schritt sollte bei rotem Licht durchgeführt werden, da ultraviolettes Licht das neu gewonnene Fotopapier belichten könnte. Vor diesem Schritt habe ich die Silbernitratlösung von dem verbliebenen Silberchlorid gefiltert und dann in einen zweiten Behälter gegossen.
Nun müssen wir die Behälter des gesalzenen Papiers einzeln in die Silbernitratlösung tauchen, damit sich auch auf der Oberfläche des Papiers eine Silberchloridschicht bildet. Diese Substanz ist die lichtempfindliche Schicht auf einem solchen Fotopapier, aus der später beim Abdruck ein Bild entstehen wird. Der ganze Vorgang hat etwa 15 Minuten gedauert. Dann legte ich die Papierbögen in eine geschlossene Schachtel und legte Papiertücher dazwischen. Theoretisch hätten die Tücher hier die Trocknung des Fotopapiers beschleunigen sollen. Aber die Realität sah anders aus. Am nächsten Tag stellte ich zu meinem Erstaunen fest, dass das Blatt Papier mit gelblichen Flecken übersät war. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich um Flecken von kolloidalem Silber handelte, die sich aus der lichtempfindlichen Silberchloridschicht gebildet hatten. Höchstwahrscheinlich bildeten sich bei der Verarbeitung von Zellulose zu Wischtüchern einige Zucker wie Maltose oder Glucose, die das Silber reduzierten und diese Flecken verursachten. Vielleicht war auch Restzucker im Papier beteiligt. Jedenfalls musste ich eine neue Methode zur Herstellung meines Fotopapiers finden. Beim zweiten Mal lief der Prozess etwas anders ab. Diesmal habe ich die Salz- und Gelatinelösung weniger konzentriert. Ich habe nur 3 Gramm Salz statt 5 Gramm und nur 4 Gramm Gelatine statt 7 Gramm hinzugefügt. Auch die Zubereitung der Silbernitratlösung wurde geändert. Da mir das Silbernitrat bereits ausgegangen war, habe ich diesmal nur 5 Gramm Silbernitrat abgewogen und in 50 Milliliter destilliertem Wasser aufgelöst. Wie du sehen kannst, gab es auch dieses Mal mit destilliertem Wasser immer noch eine gewisse Silberchloridtrübung in der Lösung. Ich beschloss, die Lösung mit einer ultravioletten Taschenlampe zu belichten, um diese Trübung zu beseitigen. Die gesamte Trübung, das heißt das Silberchlorid, zerfällt unter dem Einfluss von ultraviolettem Licht im metallischen Chlor und metallisches Silber, das einen Niederschlag am Boden des Fläschchens bildet. Ich ließ das Fläschchen einige Tage auf der Fensterbank stehen, damit sich das Silberchlorid vollständig zersetzen konnte. Das gesamte Silberchlorid wurde durch das Sonnenlicht zersetzt. Nach 2 Tagen filterte ich die abgesetzte Lösung. So wird die reinste Lösung von Silbernitrat hergestellt. Diesmal habe ich beschlossen, bei der Papierverarbeitung sparsamer mit Reagenzien umzugehen. Ich werde sie mit einem Wattebausch auf das Papier auftragen, anstatt das Papier in die Lösung zu tauchen. Zunächst trage ich eine Lösung aus Kochsalz und Gelatine auf ein großes Blatt Papier auf, die möglichst gründlich aufgetragen werden sollte, um Leerstellen beim späteren Druck zu vermeiden. Nach dem Salzen muss das Papier getrocknet werden, damit die Gelatine die Salzkristalle besser mit den Fasern des Papiers verbinden kann. Wie beim letzten Mal benötigen wir rotes Licht, um eine Silbernitratlösung auf das getrocknete Papier aufzutragen. Es reagiert sofort mit dem Salz auf dem Papier und bildet eine dünne, weiße Schicht aus Silberchlorid. Zu diesem Zeitpunkt ist es auch notwendig, die Papierblätter zu trocknen, damit die Bilder besser scharf werden. Das trockene Papier kann etwa eine Woche lang aufbewahrt werden. Da ich als Grundlage gewöhnliches Aquarellpapier verwendet habe, das nicht von Zuckerresten gereinigt wurde, die bei der Lagerung dem Licht ausgesetzt werden können. Ich schnitt das Papier in Stücke und beschloss, meine alten Negative, die meine Eltern mit einer billigen Filmkamera gemacht hatten, zu drucken. Dazu befestigte ich den Film zusammen mit handgeschöpftem Fotopapier in einem Fotorahmen und legte ihn dann unter eine UV-Lampe. Unter dem Einfluss der ultravioletten Strahlen zersetzt sich das auf das Papier aufgetragene Silberchlorid in Chlor und kolloidales Silber. Die unbedeckten Stellen des Papiers zersetzten sich schnell, während die von negativen bedeckten Stellen sich langsamer zersetzten, was zum Druck des Bildes führt. Ich habe eine Belichtungszeit von 5 Stunden gewählt, aber selbst nach dieser Zeit waren die Filme noch kaum gedruckt. Ich denke, das liegt daran, dass die Negative selbst auf braunem, fast rotem Film gedruckt sind, der für ultraviolettes Licht sehr schlecht durchlässig ist. Nun, wir müssen die altbewährte Methode des Fotodruckens mit handgefertigten Negativen anwenden. Sie wurde auch schon im 19. Jahrhundert erfunden, als die Methode zur Herstellung von Kontrastnegative auf Glas, das sogenannte Collodium-Verfahren, aufkam. Leider habe ich keine alte Kamera für diese Negative, also muss ich die Vorteile der modernen Technik nutzen. Ich werde die Negative mit einem Drucker ausdrucken. Ich nahm 4 verschiedene Bilder auf, wandelte sie in Photoshop in Negative um, erhöhte den Kontrast und druckte sie auf speziellem Transparentfilm. Außerdem rahme ich sie zusammen mit Fotopapier ein und entwickle sie in der Sonne, nicht im UV-Licht. Nach den Ratschlägen einiger moderner Salzdruckkünstler werden die Fotos kontrastreicher, wenn sie in der Sonne entwickelt werden.
Das ist kein Wunder, denn die Sonne liefert uns nicht nur ultraviolette Strahlen einer bestimmten Wellenlänge, sondern fast das gesamte elektromagnetische Spektrum, unter dessen Einfluss sich das Silberchlorid auf dem Fotopapier schneller zersetzt. Hier habe ich eine Belichtungszeit von 2 Stunden gewählt. Und danach könnt ihr sehen, was ich bekommen habe. Ich denke, es ist nicht schlecht, aber ein solches Foto muss noch stabilisiert werden. Also schneide ich das Foto in 4 Teile und spüle jeden von ihnen in einer 25%igen Natriumthiosulfat-Lösung. Diese Lösung wäscht die Reste von nicht umgesetzten Silberchlorid aus dem Papier, das mit Natriumthiosulfat einen Komplex bildet, der verhindert, dass die weißen Bereiche des Fotos während der Lagerung nachdunkeln. Gleich nach dem ersten Bad folgte das zweite mit einer 2%igen Sodalösung, in der alle Natriumthiosulfat-Reste entfernt werden. Danach ist es besser, das Papier vor dem Trocknen unter fließendem Wasser abzuspülen, um alle Verunreinigungen zu entfernen. Nach dem Trocknen kannst du dir das Ergebnis ansehen. Sieht für mich ziemlich gut aus, vor allem wenn man bedenkt, dass ich das zum ersten Mal in meinem Leben gemacht habe. Zum Vergleich habe ich einen weiteren Stapel mit einer längeren Belichtung von 4 Stunden gemacht. Diese Fotos erscheinen mir zu kontrastreich. Ich habe auch ein Foto zum Vergleich unter UV-Licht entwickelt. Der Rat des Künstlers hat sich bewahrheitet. Die Fotos sehen im Sonnenlicht kontrastreicher aus als unter UV-Licht. Warum nenne ich sie Künstler? Weil der gesamte Prozess von der Herstellung des Salzpapiers bis zum Druck ziemlich kreativ ist und verschiedene Techniken zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Diese Technik des Salzdrucks wird bei einigen Künstlern immer beliebter. Der Retro-Stil scheint wieder im Kommen zu sein. Ein mit dieser Technik hergestelltes Porträt kann zum Beispiel ein wunderbares Geschenk für ihre Lieben sein. Ich hoffe, dass dieses Video hilfreich war und du erfahren hast, wie man vor mehr als 100 Jahren ohne Drucker und moderner Smartphones Fotos gedruckt hat. Und wie immer gilt, vergesse nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit du in Zukunft noch viel mehr Neues und Interessantes siehst.